Im Freien malen, heute echt wetterabhängig. Hallo Kamera, nicht da. Ist egal. Wir haben uns im unteren Odertal nach denen umgeschaut, die sich hier von der Landschaft inspirieren lassen. 2 Wochen Wildnis, Stadtatelier. Aus dem In- und Ausland sind sie in den Nationalpark gekommen. Attila Weidemann, heute also über Kunst bei Wind und Wetter. Selten hat es geschüttet wie heute, auch hier in der Uckermark in Schwedt. Und ausgerechnet heute treffen sich Künstler, um ein Plein Air, ein Freiluftmalen zu veranstalten. Und alle sind geflohen, nur einer, doch, ne, der ist auch geflohen. Nee, einer ist noch da. Der Künstler mit dem Namen Plotter liebt es, bei rauem Wetter zu malen. Der Regen soll aufs Bild tropfen, das gehört dazu. Das Thema des Plein Air in Schwedt lautet Wildnis. Passt ja zum Maler. Gerade eben hat es geblitzt. Es ist auch ordentlich Winter. Wie kommen Sie? Oh, über uns hört man ihn auch gerade, den Donner. Wie kommen Sie damit zurecht jetzt beim Malen? Einfach Schicksal. Entweder es geht oder es geht nicht. Also man kann auch wegwehen. Aber ich habe ja gedacht, heute klappt das schon. Also wir haben noch 20 Minuten oder so. Und bis dahin muss das Bild fertig sein. Sie sehen schon fast militant aus mit den ganzen Spritzen. Was? Absicht, ja? Warum? Das ist ja nicht militärisch, sondern Malerei ist ja eine Sache, die die Wunden heilt, die sie schlägt. Tatsächlich. Und Literatur. Und das ist hier Ihre Landschaft, die Sie jetzt gerade gesehen haben, trotz Regenwetter? Nicht, die ist entstanden. Also man, es ist einfach ein Bild, ja. Es ist eine innere Landschaft und natürlich auch die Regenlandschaft. Und wenn man das sieht hier, der Regen malt ja mit. Wenn das hier getroffen ist, sieht man überall dann die Regentropfen. Aber wissen Sie was, ich kam gerade eben durch den Barnim und da hat es so geschüttet, wie ich es selten erlebt habe. Das kann ich hier schütten. Naja, warten Sie es mal ab. Der Barnim ist nicht so weit weg. Wir gucken mal, ob das heute Nacht so weitergeht mit der Schütterei. Hier die Aussicht. Maler dürfen fliehen. Die Niederlausitz bekommt weitere Schauer ab. Im Norden ist es wechselnd bewölkt mit kurzen Regenschauern. In Perleberg erwarten wir Werte um die 11 Grad. Der Spreewald bekommt maximal 15 Grad ab. Morgen gibt es kräftige Schauer, teils Starkregen in der Uckermark und im Barnim. Im Havelland ist es meist wechselnd bewölkt mit geringer Schauerneigung bei 20 Grad. Im Süden kann es auch immer wieder regnen bei 15 Grad. Ich finde schon, Ihr Malkasten ist ein Bild. Wie kommt das, dass der so pittoresk aussieht? Das ist einfach alles Material, was man hat, also die ganzen Farben und so. Ich bin ja ein Verbrauchsmaler, ich verbrauche ja viele. Andere Kollegen haben viel weniger Farbe und ich arbeite halt mit verschiedenen Sachen, halt mit Spraydosen, was man halt braucht, um rüberzukommen. Also uns ist es Wurst, wie der Künstler das Wetter sieht. Er soll völlig frei arbeiten und wir haben morgen den großen Arbeitstag für uns, die Ausstellung zu gestalten. Freitag die Eröffnung und es wäre nicht schön, wenn die im Regen dann nur drinnen stattfinden muss. Aber laut Wetter-App wird es wohl so sein. Es bleibt unbeständig. Freitag meist bewölkt und Schauerwetter im Süden bei höchstens 20 Grad. Samstag recht freundlich bei 25 Grad. Sonntag im Norden regnerisch, sonst wechselnd bewölkt bei 26 Grad. Nach der lang anhaltenden Trockenheit der letzten Wochen hatten sich ja viele sehnlichst den Regen gewünscht. Doch dass er heute so massiv kommen würde in vielen Landesteilen, das war überraschend. Und ich glaube, wir haben es auch nicht vorhergesagt. Aber mit den Malern zu sprechen, Künstlerpech.